So, liebe Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Stream. Und zwar sind wir wieder auf der BHBB-Strecke unterwegs, wo wir ja die Tampa-Tour gemacht haben. Gibt es ja jetzt auf YouTube nachzugucken, ganz neu. Und wir werden jetzt eine neue Branchline angucken. Und zwar bis nach Gunnis Lake. Wir sind ja ein bisschen weiter links, gerade auf dem Bild zu sehen, bis Louis runtergefahren. Und den zweiten Teil muss ich leider erstmal pausieren, weil die Strecke danach, also zumindest von der Szenerie her, noch nicht ganz fertig ist. Das würde ich euch nicht antun. Sprich, damit warten wir. Aber wir schauen uns erstmal die andere Branchline ein. Bis Gunnis Lake fahren wir und dann fahren wir dann wieder retour. Ungefähr 90 Minuten wird es dauern. Mit der Class 150 ist ein Regio-Service. Und ich würde sagen, da starten wir doch gerade mal rein. Wir stehen gerade am Bahnhof Plymouth. Und sollte schon da sein. Wunderbar. GBA-Lackierung und die müssen wir auch erstmal erfrüsten. Ordnungsgemäß. Kein Alarm. Doch, jetzt. Wunderbar. Das Teil funktioniert nicht. Wir machen gar nicht einschalten. Ich werde aber mit DRA fahren. So. Und natürlich mit dem Raydriver. Müssen wir da mal sagen, ob der Zugsound soweit passt oder zu laut ist im Verhältnis zu mir. Oh, dürfen wir schon los. Ja. Und das hat, machen wir wieder kleiner. Brauchen wir nicht so groß. Ja, nee, ich dachte, ich stream das mal, weil ich es aufnehme. Warum auch nicht. Ich sag's euch, das ist so entspannt mit Raydriver rumzufahren. GBA hat irgendwie einfach die schönste Lackierung, finde ich. Ich glaube, es hat sogar eine Innenansicht. Er hat's nicht. Hat nur die schöne Ansicht. Aber macht nichts, weil die Strecke ist wirklich schön ausdetailliert, wie man auch da schon sieht. Oh. Die Lichter sind noch falsch. Komm. Ja, jetzt ist gut. Nächster Halt ist Devonport Plattform 1. Perfekt. Übrigens auch wieder die Armstrong Powerhouse Variante. Also ich werde fast nur noch Armstrong Powerhouse fahren. Rein vom Detailgrad. Aber einfach die kleineren Soundmodels, finde ich. Also entschuldige schon mal das Bremsen, weil mit der Class 150 fahre ich jetzt nicht so oft. Hat auch nur, also normale Bremsstufen sind es nur 1, 2 und 3, sprich Full, wie jetzt. Oh scheiße, und schon bin ich drüber. Und natürlich noch Emergency. Au. Geil, schon der erste Stopp schon mal drüber. Haben wir natürlich nicht so geil gemacht. Gut, die können da eigentlich noch halbwegs gut aussteigen. Eben, das meinte ich. Mit der Bremsen habe ich es da also nicht drin. Da bin ich bei den schnellen Zügen ein bisschen besser drin. Wobei, ja, bei der Tour, ne, was war das? War das nicht sogar Plymouth bis, nein, es war Edinburgh bis King's Cross. Im letzten Teil, der ist so nicht öffentlich, kommt noch, da habe ich mich mal richtig stark verbremst mit dem HST. Das
Es war eine Katastrophe. Aber werdet ihr dann schon selber sehen. Habe ich einen dedizierten Good-Call-Button hier? Nee, ne? Ich glaube, das ist schon der da. Ich versuche mal den Stopp jetzt nicht zu verkacken. Hat aber auch wieder keine Haltetafeln, ne? Also ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt bei dem Szenario und ich habe keine Haltetafel gesehen, bis auf HSD und so. Aber die ersten drei Stationen, glaube ich, sind's, haben zumindest keine. Weiter bin ich nicht gefahren. Weil ich will die Szenario ungern zweimal spielen. Eigentlich schon noch krass, ne, dass in England halt noch richtig viel mit diesem Power unterwegs ist. Also ich glaube, sie sind jetzt bald dabei, die West Coast Main Line komplett zu elektrifizieren. Das ist jetzt der Hauptbereich. Aber sonst ist alles Diesel, ne? Ja, okay, die Bremsen habe ich noch nicht so intus. Bei dem muss man definitiv früh anfangen. Bin ich anders gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will es authentisch halten. Ach, da hinten. Dachte ich schon, wo steht denn die? Nein, 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 das gefällt mir nicht. Gleich Benutzungsabzug, so. Zweimal. Sagen wir, sind jetzt bei der Note 3. Ist auch ein Zug, der die Bremse selber hält, solange die Türen offen sind. Also wenn ich jetzt hier auf 0 gehe, die Bremsen sind trotzdem an. Ich zeige euch das später dann nochmal beim nächsten Mal den Cap. Was macht denn die eigentlich hier? Ich meine,
Sieht jetzt auch nicht wirklich befahren aus. Was auch immer das hier ist. Könnte ein Generator sein. So, Abfahrt. Aber es ist zumindest on time. Jetzt nicht. Durch mal ins Cap schauen. Jetzt. Schade! Hat mir jetzt die Aufnahme versaut. Da vorne haben wir schon rot nach der Brücke. Über die ganz schöne Brücke fahren wir leider nicht. Die kommt nämlich später. Wir biegen nämlich da vorne schon wieder ab. Ah ja, und zum HSD-Controller habe ich jetzt noch ein paar mehr Bilder. Und haben jetzt erfolgreich einen Platz reservieren können. Also 6 Stück werden jetzt insgesamt gebaut. 6. bin ich. Ist ja teuer, ne? Mit knapp 1300 Pfund. Aber auf das freue ich mich schon. Absolutes Unikat. Und ja, wird noch ein paar Monate dauern. Das wird ein geiles Geburtstagsgeschenk. Ja, und wenn das Szenario jetzt richtig geladen hat, sollte dann hier gleich ein HST vorbeifahren. Das weiß ich nur, weil ich bis zu der Station da vorne gefahren bin. Und auch hier gestanden bin und da ist ein HST vorbeikommt. Ja, ich muss schon sagen, hat er echt schön gestaltet. Und ist natürlich 64 Bit only. Also 32 Bit, glaube ich, mit wieder abschmieren. Schade, dass es da keine Innenansicht gibt. Was ist, wenn man da mal ein bisschen schummeln muss, wenn es so eingeht? Naja. Hätten sie eigentlich schon noch machen können. Klar, es war 50. DMS. Richtig, sie ist der Motor hier hinten. Ja. Ja, und da ist auch der HSD. In der klassischen Lackierung. Sieht man auch nur noch selten, beziehungsweise mittlerweile gar nicht mehr. Nur noch, ich glaube, einen haben sie noch neu umlackiert. Die neue Lackierung. Oder neuere. So, komm, dann geht mal frei hier. Signal. Also ich musste nicht requesten beim letzten Mal. So, eigentlich eine Slip-Anzeige hier drin. Also ja, Transmission Fault, ja höchstens das da, ne? Also 15. Entschuldigung. Ja, nun ab geht's auf die Branchline da. Bin immer gespannt, weil die letzte Branchline, die war ja auch echt schön.
ist auch schon der nächste Halt, St. Budeaux, Victoria Road. Und wie man sehen, gab es da mal einen zweiten Bahnsteig. Und Tokensystem. Eigentlich gar nicht ausgerüstet. Also kodiert mich, aber das Tokensystem hat hier ein ganz eigenes Panel. Für das System da. Jetzt nach draußen. Oh, das könnte ein Thumbnail für YouTube werden. Hier da. So. Kurz die Freecam rein. Ja, der sieht gut aus, finde ich. Mit einem Thumbnail. Schön gestaltet. Ist echt schön. GBA. Der HSD mit dem Logo fett drauf. Sieht auch geil aus, finde ich. Jetzt aber dann doch recht Gas geben, ne, mit 55. Der stimmt aber nicht mit der Tafel überein. Schauen wir mal 55. Wie das uns bekommt. Ich muss irgendwann sagen, ne? Ob ich lieber im Cap drin bleiben soll oder ob die Augen das weiter noch mal so okay sind. Also die Tunnel sind furchtbar, ganz ehrlich. Nein! Hat er mir jetzt echte Zwangsbremsung reindrückt? Nein! Du Arsch! Nein! Scheiße! Jetzt übrigens ein rechts weg. Wo ist das ehemalige zweite Gleis hier? Oh komm, löst du dich von selber oder muss ich zurücksetzen? Nee, machst du von selber. Gut. Was dein Arsch! So, wenn man kurz head out hier. Ja, da gab es nur Pro, glaube ich, nur ein zweites Gleis. Das ist es auch hier. Geht's nochmal weg hier. Mal die Industrieanlage vermutlich. Was haben wir da? Ziemlich großen See. Und die kleine Kühe da hinten. Widerstand besser gesagt.
kurzer 50er, aber wieso? Rückkehr? Rein so. Ja, wenn es einen Unterschied macht. Bin ich mal gespannt, ob wir das noch on time schaffen hier. Ja, geht aber ziemlich steil rauf hier, ne? Wie? Boah, wird gekämpft. Den hat er jetzt aber nicht angezeigt. Es war definitiv aber hier mit der zweiten Spur. Also wisst ihr, die Brücke ist dafür ausgelegt. Very Ferres. Ferres? Keine Ahnung. Naja, nachdem wir aber die ganze Strecke wieder zurückfahren müssen, weiß ich sowieso, wie es beim Zurückfahren bescheid. So. Ich glaube, wir könnten es nur schaffen, dass wir einen Marker kriegen. Spannend. Ich glaube, das war zu spät. Gott. Ah, das könnte sich ausgehen. Gerade noch so, ne? Den On-Time-Marker kriegen wir. Schauen wir mal. Free Roam. Ja, hat es nicht so viel. Kleines Dörfchen hier. Ja, warum? Oh, jetzt sehe ich es erst. Ein. Was macht eine DB-Lok hier? Ganz ehrlich, was machst du? So, jetzt lassen wir den Zug mal abfahren hier. Und während der Abfahrt schauen wir uns mal ganz kurz die Geschichte hier an. Alte MK1 mit da lang hört hier auch wieder auf, was auch immer das mal hier gewesen ist. Hier war vermutlich auf alle Fälle immer mehr los auf dem Bahnhof. Und hier war es auch noch der zweite Bahnsteig. Okay, schräg. Aber das da ist doch 100 Pro falsch. Hier hat doch keine DB-Lok was zu tun. So, nehmen wir mal wieder zu unserer Lok. Ich glaube, ich hätte gerne Aufmerksamkeit. Also ja, keine Ahnung, warum da eine DB-Lok rumsteht. Also ich mag es bezweifeln, dass dann echt auch die Lok da, Deutsche Bahn, da steht.
Weil eben, mal angenommen, es wäre tatsächlich so. Es wäre ja ein mega Aufwand, die da herzubringen. Und warum sollte es so sein? Wenn ich dann hier so eine Class 20 herkomme. Wenn man da schon ein bisschen rumrangieren will. Ich glaube, in echt, wenn das wirklich so total grün ist, grünen Tunnel und so, glaube ich, kann das eine echt coole Strecke sein, die auch mal in echt zu fahren. Ah, und da kommt bei Barry Aston gerade das Kopfgleis. Jetzt mit der Hupe funktioniert. Genau. Aber das schaffen wir nicht mal pünktlich. Das wird nix. Ob sie deswegen der Steigung gemacht haben? Ich vermute mal schon, ne? Das wird vermutlich so günstiger gewesen sein. Schaut's, da gab es auch wieder einen zweiten. Oh, and welcome Histon Ninja. Bet you enjoy this journey. Ja, okay. That's it. Let's change the cap. Shortcut for that. So, let's see if this... No, I have to change that. Okay. Good. Ja, schaut so aus, wenn wir jetzt hier downhill fahren. Oh, get something essential.
Heston, do you use RayDriver for driving on the RaySim? Interessant, dass jetzt hier hat jetzt dem Abschnitt so langsam nach unten geht. Okay, jetzt sind wir da gleich in Kerstock und ich weiß gar nicht, könnte der vorletzte Halt sein. Ich schaue eigentlich langsam. Ich verstehe das nicht, warum machst du das hier so langsam? Ich weiß, dass ich auf dem anderen Ende das Licht noch anhabe. Das habe ich gerade übersehen. Aber ich traue mich jetzt gerade nicht in der Fahrt das Cap zu wechseln, ohne dass er mir eine volle Bremsung reingibt. Das habe ich schon gehabt. Ich werde es dann beim nächsten Stop da unten versuchen, das zu korrigieren. Ich meine, der Fahrplan ist auch nicht echt, weil so schnell hätte der vorhin nicht wechseln können. Also sitzen zwei Leute drin. Aber das werden sie bei so einer Nebenstrecke wie die hier 100 pro neben machen. Das wäre ja viel zu teuer. Haut's mal. Mega schön. Der hat boah, Wahnsinn! Was ist denn das für eine Brücke? Wahnsinn!
Ja, mal schauen, ob ich so anhalten kann. Gut, halten wir mal an. So, jetzt werden wir ganz kurz nach hinten wechseln. So. Sprich, hinten. Ja, jetzt ist gut. Vorne glaube ich auch. Ja, wunderbar. So, dann machen wir die Kamera hier mal hin. Niedriger Bahnsteig da. Hammer Valley Line. Erster Abschnitt hier. Das sieht nach wenig Abfahrten aus. Ach so, ich habe ja die DAA noch drin. Ich glaube, wir nennen das um in der verplante Fahrer. Was? Warum? Ist das jetzt dein Ernst? Oh Mann. Ich glaube, wir werden so einen Counter einführen. Wie viel Zwangsbremsungen ist, also Krieg pro Fahrt. Und zweiter Counter fürs. Ja, für allgemeine Fahrfehler. So ultra langsam fahren ist halt schon ein bisschen nervig, finde ich. Naja. Gunness Lake ist dann auch unsere Top-Station. Und dann geht's auch schon wieder retour. Oh, langsam.
Müsste ich jetzt eigentlich genau genommen auch anhalten? Aber das Szenario sieht es nicht vor. Also so ganz genau ist es dann halt nicht. Geht auch mit der Zeit nicht ganz inher. Nee, langsam fahren, das ist nicht so mein Ding. Der ABS-Timer ist schon echt gnadenlos, ne? Und auch echt eng getaktet. Haben wir gerade vorhin schon gesehen. Das muss so eine geile Gegend sein, echt. Komm, bei Gunners Lake werden wir erstmal eine kleine Pause machen, oder ich zumindest. Ich werde mal das machen, was dann noch für hier vermutlich tun würde. Auf die Toilette gehen, macht sich einen Tee, ab zum Zug und dann in die andere Richtung. Jetzt eigentlich auch wieder anhalten müssen. Aber nationale Zeit nicht mit drin. Aber könntest du mal darüber abstimmen, ob wir das einfach mal trotzdem machen sollen? Wird man halbwegs akkurat fahren.
oder ob wir nach Szenario spielen. Der Magnet hat jetzt gar nicht ausgelöst, vermutlich für die andere Richtung. Aber weit haben wir es nicht mehr. 0,7 Meilen. Aber ich frage mich, warum das unten zumindest zweigleisig war. Da muss doch irgendwie eine Firma oder so da gewesen sein, dass so wirklich der Need für das da gewesen ist. Vielleicht war das ganz am Anfang, was wir da gesehen haben, auf der Brücke. Aber sie haben es ja nach der Brücke ja trotzdem noch zweigleisig weitergeführt gehabt. Naja, wer weiß. Also wenn es wer weiß, auch in den Kommentaren, würde mich schon interessieren. Jetzt kriegen wir garantiert einen Alarm. War er auch. Oh, da fehlen die Gleise, da sind wir mal so drüber geschwebt. Okay. Auch okay. Gleich haben wir es geschafft. Aber pick. Ah, und da schwebt man schon wieder. Das ist okay. Das sieht so aus, als wäre das schon immer eingleisig gewesen. Aber bei Dampflok. Allerhöchstens noch mal zweigleisig. Oder zumindest ein kleines Ausweichgleis. Gut. Haben wir es geschafft. Tun wir mal abrüsten hier. Da raus. Machen die Headlights an. Headlight aus. Jetzt hier wechseln. Fährt. Ein. Schalten. Kontrollieren wir nochmal ganz kurz von draußen. Schaut gut aus. Da schaut es nicht gut aus. Aber die Headlights noch anlassen. Schauen wir nochmal kurz zurück. Vielleicht noch. Achso, und Marker. Mal ganz kurz. 12. Und bist du noch an? Bist du an? Deswegen. Nee. Verstehe ich gerade nicht. Aber liebe Leute, an der Stelle machen wir ganz kurz eine Pause. Ich bin gleich wieder da. So, liebe Leute, da bin ich auch wieder zurück. Und gehen wir mal da ins Spiel rein. Na komm, mach. Tu's. Okay. So, und jetzt schauen wir nochmal wegen dem... Ja, Ton wäre da vielleicht ganz gut. So. Schauen wir nochmal... Ist das ein Rail Driver?
Okay, lag am Raid-Driver. Okay, gut, das ist jetzt aus. War noch an, ja. Gut, also sitzt noch im falschen Cap. Ah, ich brauche einen Shortkey für das. An, schaut gut aus. Ich glaube, wir sind eins. Hoffe ich. Ja. Hinten. Ebenfalls. Sehr, sehr, sehr nice. Weg immer aus der anderen Richtung. Ich glaube, wir haben ein Fail haben wir drin. Vermutlich gehen wir für den auch ein, wenn wir zu spät gewesen sind. Wobei, ist ein längerer Halt. Könnte man einen Tick kriegen. Oh, wir haben sogar einen Tick gekriegt. Wahnsinn. Los geht's. Aber das, glaube ich, wird erst mehr bremsen dann nach unten. Wisst ihr was? Ich glaube, bei der Downfahrt mache ich es bitte in Stops. Dann ist authentisch. Aber das mit den schwebenden Gleisen, das stört mich jetzt schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man das so macht, ne? Ich bremse so in dem Fall so gerne auf 19 runter. Lass ein bisschen laufen. Und bremse dann wieder. Weil Bremsen auf Dauerleistung finde ich ein bisschen uncool, weil die könnten ganz bisschen warm werden. Darauf habe ich Angst, dass die Teile überhitzen. Weil keine Bremsen sind dann auch wieder kacke. Und eine E-Bremse hat der nicht. Kriegen wir jetzt einen Alarm? Ja. War abzusehen. Garantiert wegen der Tafel jetzt da vorne. Das ist mal knallhart verbremst. Da habe ich das Gefälle unterschätzt.
aber nichts passiert. Ach ja, die Chaos geht im Zug. Ist es trotzdem schön zu fahren. Aber ich hätte die Szenarien ja schon gern abgedickt. Das heißt, ist auch eh irgendwie für den Arsch, weil Train Simulator setze ich so oft neu auf oder machen anders. Das Profil zurücksetzen, dass es sowieso verloren geht. Nach dem Aspekt könnte man schon gleich sagen, ja, dann fahr lieber realistisch. Oder weil das geht nicht. Ich warte, ich müsste das GSMR auch mit anhaben. Doch gar nicht. Irgendwas macht's. Ich habe aber ein System. Das ist jetzt nicht so direkt da integriert. Das wäre dann so ein Pop-up hier. Wo das Teil tatsächlich funktioniert. Das sieht mich dann auch auf der Live-Map. Ich glaube, da mache ich mein eigenes Video dazu. Oder 10er Stelle hier. Müsste hier eigentlich auch gleich wieder der eine Bahnübergang kommen. Ja, aber 10 Meilen pro Stunde, das ist halt gar nichts, ne? Ich glaube, ich hätte es, also wenn es um die S-Band da geht, der hätte ich dann halt ein bisschen begradigt hier. Aber ja, das ist Beschwerde auf hohem Niveau. So, mal schauen, ob ich es aus der Perspektive schaffe, anzuhalten. Bahnübergang da. Die wollen drüber, was auch immer er da macht. Das wird spannend, nachdem ich den Zug nicht sehe. Ah, sehr gut. Thank you.
Wunderbar, hat doch geklappt. Immer in die Cap rein. Das muss ein echt geiler Ausblick sein. Ach nice, da kann ich sogar aufmachen. Ja, umso besser. Ja, so gern will ich die Branchlines auch fahren, aber die Geschwindigkeiten, die würde ich dann schon gern mal hinterfragen, teilweise. Na klar, den S-Bed da hinten, den kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Aber ansonsten, da wird ja schon noch mehr gehen. Weil dann echt kann auch sein, dass die Tracks einfach in einem schlechten Zustand sind. Und ich sage, nee, da ist nicht mit mehr. Was vermutlich wahrscheinlich ist. Vor allem, wenn es nur so ein Nebending ist. Ich meine, auch GBA hätte ja was davon, wenn ich da mal schneller durchsehen hier. Anstatt da mit 15, 10 Meilen hin und her zu gucken müssen. Es wird garantiert wie bei der Kronenstamper auch so eine Linie sein, wo immer nur ein Zug unterwegs ist. Also muss ja fast. Weil, abgesehen von dem Anfangsstück, ist hier alles eingleisig. Und nach dem Bahnsteigen werden die auch garantiert hier nicht doppelt fahren. Also allerhöchstens, ne? Ja, teilweise vielleicht für die Schule am Anfang. Das könnte ich mir noch vorstellen. Bremsen, hallo, danke. Sind aber auch da wieder nicht pünktlich. Nächste Tick, den wir nicht kriegen. Das ist 100 Probleme angehalten haben, weil das eigentlich nicht vorgesehen gewesen wäre. Gemäß Szenario. Da war jetzt dann wieder über die geile Brücke drüber. Aber die Instandhaltung von der, die glaube ich, die hat es in sich. Achso, die RA. Die Überfahrt machen wir jetzt aber im Cockpit. Also im Cab. Also auch da, die Brücke. 100 Pro für 2 Gleise. Das ist ein mega Monument. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir, wenn wir auf die Hauptline wollen, warten müssen.
Oder auch nicht, ne? Weil wir zu spät ankommen und sprich die Wartezeit dann überspringen. Also hat schon Power, ne? So ein kleiner Triebwagen hier. Oh. Wieder schöne Aussicht. Das war wirklich in echt Hammer, was man hier sehen wird. Perfekte Steigung für perfektes Gaslevel. Schön, bleibt da mal. Also diese Gumminuppenprofile sind ja auch so ein UK-Ding, ne? Damit man da durchgehen kann. Aber der normale Passenger kann das ja nicht. Weil... Der geht ja nach rechts auf. Und nein, das würde ich nicht sehen. Man kann es ja durchgehen, aber das ist eigentlich nur was für die Fahrer, dass sie da durchgehen können. Es gibt Caps, das habe ich schon gesehen. Wo du dann hier links und da unten zumachen kannst, damit man da ganz normal durchgehen kann. Aber so viele Classes, die das haben, also den Durchgang zumindest vorn, haben das so nicht. Kann man jetzt schön finden oder nicht? Aber irgendwie... Also ich nenne es nicht Markenzeichen, aber... Das passt halt irgendwie dazu. Ich glaube, es könnte auch bei der Front auch doof aussehen, wenn es nicht da ist. Aber ganz ehrlich, ne? Wenn du ein Zugfahrer bist und darfst vom Vorderen zum hinteren Ende gehen, dann bist vermutlich, wenn die ganzen Leute, was teilweise vielleicht noch drin sitzen, schneller, wenn du ganz normal aussteigst, außen rumlaufst. Ja, meine echte Ansicht wieder. Wunderbar. Boah, also beispielsweise den HST, ne? Wenn du da Führerstandswechsel machen musst, dann gehst du auch lieber außen rum, als wie durch den schmalen Gang innen drin. So, da wären wir. Halbwegs pünktlich sogar. Ah ja, ich will immer noch überlegen, ob wir das mit der Rail Driver Cam machen. Ich frage, ob ihr das auch wollt, ne, wenn ihr seht,
ich den RAID-Driver bedienen. Also spätestens beim HSD-Controller werde ich es natürlich auf jeden Fall die Cam anmachen. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich Overrun hier. So. Abbrüsten. Hut aufmachen. Wechseln. Anmachen. Schlüssel. Sehr gut. Außenkontrolle. Hacke. Hinten. Hacke. Ah, wieso machst du das schon wieder? Also vorne weiß ich schon mal, das ist das da. Hinten. Nee, halt, falsche Kamera. Schauen. Wieso machst du das? Schaut den runter. Gucken. Ja, jetzt ist gut. Wechseln. Auch die Abfahrt. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich auf seinen Pass warten. Ja, jetzt ist gut. Passt. Abfahrt. Ein bisschen mehr Gas. Da war ja doch die Weiche. Ah. Wir sind bei Chaos Stream, würde ich sagen. Warum reagiert es jetzt nicht? Nee, ganz ehrlich, warum reagiert es jetzt gerade nicht? Irgendwie spacken jetzt gerade die Controls. Roboter Hundi. Ah, was ist jetzt das schon wieder? So. Gut. Er fährt zurück. Ah, no. Ja, liebe Leute, tut mir leid. War hier falsch gestellt. Ich habe noch mal ein Zart, ob es jetzt richtig ist. Gut, vorwärts.
Ach, das ärgert mich. Ja, ich glaube, das ist Benen um. Der Chaos Driver in Train Sim 2021. Jetzt kommt es so wieder auch ein bisschen schnell vorne. Gut. Ja, ich glaube, den Stop kann man auch so gelten lassen. Aber hier die DB-Log. Schon wieder. Hier. Ich glaube, da macht man die Abfahrtskamera. Wir könnten wirklich so was wie ein Benotungssystem einführen. Pro Stream. Das war die 1 bis 6. 6 war der schlechteste. So, die Zahl 6, ne? Das andere. Mit X. Gilt auch für die Schweizer, ne? Weil da ist 6 das Beste. Also, 1 ist das Beste bei uns hier. Thank you.
hier wieder. Aber hat mir gefallen, ich bin auch dann gleich wieder mal im Plymouth. Ich habe 2-3 Stops jetzt doch. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir bei der Mainline wieder warten müssen. Echt eine schöne Ansicht. Müssen wir jetzt aufpassen, weil bei der Einfahrt haben wir jetzt hier einen 25er. Oh, come on! Das ist... Oh, das ist... für'n Arsch! Ganz ehrlich, das war doch bitte noch zeitnah. Verstehe ich nicht. Drei Zwangsbremsungen. Aber sie sind echt unfair getimed. Fast 2 Minuten Verspätung. Vermutlich haben wir genau deswegen auch ein grünes Signal. Scheiße. Nicht meine dran, ganz ehrlich. Nein, garantiert nicht.
Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt mittlerweile bei einer 5. Mich jetzt einschätzen von der Benotung her. Das ist nicht. Das geht gar nicht. Wir machen das Chaos-Stream. Wenn jetzt gleich unter dem Deckel, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. So, Keyham. Nächster Halt. Wird aber 8 Dezent schief hier, ne? So, komm, lass mich auf die Mainline. Aber die Zwangsbremsen, die waren echt unnötig. Manche Leute könnten es auch schimpfen, bleibt ihm für das Haus. Kriegst du es auch mit? Weniger Scenery Shots. Ich sollte es echt machen, aber es ist einfach so schön hier. Stimmt, wir müssen jetzt nicht mehr wechseln, können wir gleich Vollgas geben. Genau, das ist der Punkt, wo dann eine Regio an Intercity aufhält, wenn er dann halt mit 2 Minuten Verspätung auf der Hauptline rumfährt. Naja, unsere Lok steht immer noch da. Jo, dann alle mal einsteigen, bitte. Ach, ich den Sound von der nicht mag, ey. War sehr ungern, muss ich ehrlich zugeben. Unsere Verspätung wird nicht besser. Leider.
Wir haben jetzt ja immer noch 2 Minuten. Ich glaube, bei 2 Minuten können wir es noch halten mit der Verspätung. Listen, shit. Aber nichtsdestotrotz, die Route war schön zu fahren, muss ich schon sagen. Auch wenn ich die langsam vorstellen echt furchtbar finde. Gut. Dann hätten wir das. Gut, dann müsste es eigentlich nächste Endhaltestelle kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir ins Depot fahren müssen. Aber ich glaube mal nicht. Einmal auf Endhaltestelle. Stumpfgleis. Ich glaube, das war's dann. Oh ja, 2 Minuten Verspätung. Not the best run here. Cast. Ein bisschen die Züge genießen, die Strecke, weil noch halbwegs akkurat fahren. Also ich will es nicht auf Super Pro machen, aber ein bisschen akkurat. Und dabei ist auch mit der Stopptafel noch ein interessantes Thema, ne? Das Einhalten, ob es im Firefox Sinn ist oder nicht. Ich dachte, es wäre noch. Und ein rotes Einfahrsignal haben wir da. Yes, I know. Darf ich dich überfahren? Darf ich? Sagt's mir nicht an, aber ich darf. Kann es gut sein, dass es ein Bug ist wegen der Verspätung. Ich glaube, das ist das gleiche Gleis, wo wir aufgefahren sind. Vom 3, mal schauen. Ja, ist genau das gleiche. So, da, noch ein bisschen vorfahren. Muss es tun. So, mal von außen angucken. Ja, glaube ich, kann man durchgehen lassen. Ja, liebe Leute, das war's mit der Tour. Hat auch immerhin lang gedauert. Sind noch fast
Stunde, drei Viertel unterwegs, Offerdach gefallen. Auch wenn wir eine Verspätung drin gehabt haben wegen drei Zwangsbremsungen. Aber ja, gern heute Kritik, dann jetzt im Live-Chat oder dann später auf YouTube in die Kommentare. Hat mich gefreut. Damit bis zum nächsten Mal hier bei mir bei der 360 Dude. Guten Abend.